Servus Leute, zurück zu Let's Play Dark Alliance. Die vorletzte Mission wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Wir sind auf Icewinds Jagd oder Jagd nach Icewind, dem Drachen. Und jetzt geht's auf in die Halle des Gerichts. Icewind had made her lair within the ruined city of Netherhall, atop the broken temple of Othea. Approaching that broken city on the surface would be foolhardy, even if its skies weren't patrolled by a marauding dragon. We would approach from below, making our way through the catacombs under Netherhall, where we would find a key to the temple gates. Okay, wir schleichen uns rein. Vier. Länge vier. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. Oh, das habe ich mit meiner Verbündeten auf Wächter gemacht. Dann mache ich Solo, nicht im Multiplayer, vielleicht. Auf geht's. Ich bin bereit für die Katakomben. Drachenskelett. Mal schauen, ob ich mich noch an die Sachen erinnere. Das ist schon eine Weile her, als ich es im Multiplayer gespielt habe, muss ich zugeben. Und wirklich was aufgeschnappt habe ich dabei eigentlich nicht wirklich, weil ich da mithalten musste und nicht inkompetent wirken musste. Weil ich war trotzdem neugierig. Icewind chose to place her lair within the ruins of a giant god. Their ancient conflict continues, it seems. And I'll have to pass through the catacombs of Netherhall to end it. Konflikt mit einem, was auch immer. Okay. Das Lore. Ich kann mich an die Stelle erinnern. Ich war oben gestanden, wusste erstmal nicht, wo es lang geht. Mein Verbündeter ist hier runtergegangen und hat den Loot geholt. Und dann habe ich die Situation realisiert und bin rüber und habe den anderen Loot geholt hier. Und bin nicht runtergefallen tatsächlich. Da war ich kompetenter. Man glaubt es kaum, aber das kann mir vorkommen. So. Schön. Okay. Take your form, Raids. Oh. Hab mich gerade gewundert, wieso kann ich mich nicht weiter bewegen? Und einfach mal ein Gegner. I'll have to fight my way through these catacombs to reach the entry to Icewind's lair. Besiege Natron den Gehässigen und Riesenohren wiederfinden. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es eine Viererlänge gedauert hat hier drin. Ja gut, ich bin aber auch nicht sicher, ob wir alles hier gemacht haben. Voll die bedrückende Musik und schaut euch das an. Okay. Goblins! Ohne eine Möglichkeit, neue zu holen. Den hat's weggeböllert. Goblins ohne Chance neue zu holen ist kein Thema. Die rushen wir einfach mal und dann ist es gut. Irgendwas, nein. Patience, sweet icing death. Soon enough, they'll be frozen at your feet. Just like old. Da es eine Katie Bree war, bin ich immer dorthin gerannt, um die kaputt zu machen, und die hat sie angeschossen. War eine witzige Situation. Ich musste dann ausweichen, wenn Katie Bree aus der weiten Entfernung chillen konnte. Katie Bree ist OP als Charakter.
Nerf. Nee, buff andere, please. We're working for her. Sure. But one wrong step and she'd squash us without even noticing. I'm more worried about getting shuckered by the ones that are coming for her. Okay. Uns. Die haben mehr Angst vor uns als vor ihr. Ich fühle mich geehrt. You're so vicious. Give one to you. Guinevere, to me! Hat ordentlich gezwiebelt. Die Ult. Das war chillig. Mehr Loot wurde mir zugeflüstert. Ah, shit. Ah. Mehr Loot hat die Stimme geflüstert. Take your form, Wraiths. Oh. Another battle ahead. Sieh mal einer an. Da ist ja mein optionaler Boss. Schön. Oh. Ah, Doppelhelme. Natürlich Doppelhelme. Ah, wieder ein relativ geradgängiger Weg. Sehr angenehm. Und sehr... die Bauten sind sehr beeindruckend. Sagen wir es so. Also wenn es sowas in echtem Leben gäbe, da würde ich auch mehr spazieren gehen. Mehr erkunden gehen. Was haben wir? Großstädte. Großstädte mit einem Hausklotz nach dem anderen. Ich bin kein Fan von Großstadt, obwohl ich in einer lebe. Oder weil ich in einer lebe. We catch him, Ice Wind will reward us. They killed Isengard, the big white dragon. What do you think they're gonna do to us? You got no gumption, you know that? Die wissen, wer wir sind. Die wissen ziemlich genau, wer wir sind. Die wissen auch, was wir geleistet haben. Die wissen, was ihr Schutzzahl ist. Tja, das werdet ihr nie. Das werdet ihr wahrlich nie. Denn euer Ende ist nah. Den da. Oh, kommt da der Geist her. Erstmal schön in den Rücken hacken. Das ist schön angenehm. Mittlerweile. Super angenehm. Diese Gegner sind chillig. Goblins und die Geister, die können gar nichts. Die Geister wurden tot genervt. Die waren schwierig, als sie sofort teleportiert und gekillt haben oder angegriffen haben. Jetzt können sie nichts mehr. Das ist super angenehm. Not gonna lie, stört mich nicht im geringsten. Na gut, man muss aber auch dazu sagen, auf dem Schwierigkeitsgrad kill ich sie. Auf dem Schwierigkeitsgrad kill ich sie natürlich auch sofort. Es verhält sich anders, wie wenn sie wenn länger überleben im Kampf. Mach die Sülze weg. Sehr schön. Lore. Lore ist wichtig. Lore müssen wir finden. Alles andere ist nice to have, aber not necessary. Right. Hier kommt wir. Okay. Jump.
Klapper. Zwei Stück. Gut. Oh, da kommen noch mehr. Das ist ja noch viel chilliger. Schlussstein. Aktiviere ein Portal. Hier ist, ich glaube, mich zu erinnern. Hilfe. Hatten wir hier irgendwo ein Feuer? Nein. Muss doch irgendwo ein Feuer sein. Da hinten ist ein Feuer. Aber wie und wieso kommt man dorthin? Hier ist Stuff. Nicht wirklich wichtiger Stuff. Aber da hinten könnte halt... Shit, schnell durch. Tja, was war da jetzt? Moment, da war jetzt kein Lore-Item. Absolut useless. Zwei Tränke gegen nothing. Wir können hier noch schnell hin. Ob es wert war, ich bezweifle es. Moment, das Portal? Wohin schießt mich das Portal? Ah, Drizzt. Darüber, nicht darunter, okay. Na gut, auf geht's. Ah, mit dem Feuer hätte ich zurückgekonnt. Wollte gerade sagen, du bist ja ein Besonderer, so viel wie du aussiehst. Frau, warum sagst du da und ah? Das waren doch bloß zwei Geister. Hier mit dem Feuer hätte man zurückgemusst. Na gut, das hätte geklappt. Und weiter. Ja. Magier wegmachen. Er stirbt im Eis. This one will test me. Ich frage mich, epische Gegner sind ja zum Beispiel die Gegner, epische Gegner sind ja zum Beispiel die Questgegner. Aber ich frage mich, gibt es auch legendäre Gegner? Vielleicht auf höheren Schwierigkeitsgraden. Icewind's Lair still lies ahead. Moment, gibt's hier ein Feuer? Hier ist. Bisschen kalt. Bisschen kalt hier. Und Zeug ist hier auch, oder? Kann das sein? Sehe jetzt nichts, glaube ich, wozu ich jetzt extra den Weg zurückgehen müsste. Das Gold ist es nicht wert. Aber hier muss ich sowieso durch. Mit dem Feuer. Ohne diese Bombe. Danke. Und I'm hot.
Sehr schön. Riesenohren muss ich ja noch zerstören. Prisoners to him for his own personal use. Hier ist ein Rätsel. Ich hasse diese Rätsel. Weil ich nie weiß, was da zu tun ist. Meistens. Oh, das... Sagen, der Geist. Ey! Scheiß Magier! Du! Scheiß Magier, scheiß Bogenschütze. Was macht der? Okay. Ach so, deswegen sind sie so schwach. Das ist ein Magier. Sind Magier. Nun ergibt alles Sinn. So. Die Frage ist Rätsel. Das Schöne ist, mein Begleiter... Ah ja, okay. Mein Begleiter hat es letztes Mal gemacht. Der konnte anscheinend... Der hat wahrscheinlich gewusst, welche Reihenfolge. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Zeichen gefunden. Hier geht es irgendwo hin. Sieht eher aus wie eine Falle. Ist aber keine Falle. Ah, eine Urne. So, haltet Ausschau nach Zeichen. Irgendwelche Zeichen. Ich habe bisher bloß ein Zeichen gefunden. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Was ist das? Also, wir haben dieses Dreieckzeichen. Dreieckzeichen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sie hat überall nur ein Zeichen aktiviert. Sicher bin ich mir aber nicht. Wollte gerade sagen. Hat das was bewirkt? Das ist jetzt sehr schlecht, weil... Wir machen wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Beim letzten Rätsel. Wir machen alles an. Und dann schauen wir mal, ob hier irgendwelche leuchtenden Sachen jetzt aufgetaucht sind. Ah, da hinten haben wir was. Wir haben, ja, wir haben viele Zacken. Hier, ja, so ein Zeug. Viele Zacken, viele Zacken. Dort oben ist ein Zeichen, okay. Viele Zacken warst du nicht, du warst es nicht. Viele Zacken bist du. Da oben war jetzt ein Zeichen. Wo ist es nochmal? Genau. Das haben wir. Und dann müsste irgendwo noch was erleuchten. Aber eigentlich ist es... Also wenn man doch... Ja gut, das letzte zu finden ist ja immer schwierig, aber man muss aus verschiedenen Winkeln immer schauen. Das ist gemein. Vielleicht direkt am Anfang. Also ich kann es jetzt einfach testen, welches von den beiden dann das Richtige wahrscheinlich ist, aber ich würde es eigentlich schon gerne wissen. Oder so sehen, aber ich kann nichts erkennen. Deswegen Trial and Error. Bist du's? Nein. Bist du's? Du bist es. Wo auch immer du gestanden bist. Wen juckt's? Attributspunkt.
Mehr Power, mehr Power, mehr Damage. Oder sollte ich mir Konstitution gönnen? Vielleicht sollte ich mir mehr Konstitution gönnen. Leben ist wichtig. Umso mehr Leben, umso mehr halte ich aus. Du kannst mir gerne mal wieder Heiltränke geben, weil ich gut will. Ja, okay, die Tränke sind auch noch. Die sind meine zweitliebsten. So. Wir brauchen noch zwei Runen. Dauert. Der Dungeon ist also noch nicht zu Ende. Ja. Hier wartet mir. Ja, da sehe ich schon die Klappen. Hier wartet mich ein Kampf. I defend these lands. Das will ich haben. Und im hohen Bogen ist er weg. So, ey. Er kommt da raus. So, ich muss jetzt erstmal die Bogenschützen loswerden. Oh, besonders wenn die Eisschaden machen. Oh, komm her. Sehr schön. Lore gefunden und ein paar Gegner geschlachtet. Random Falle am Boden. Legendäre Stones. Dann Explosion. Und ein bisschen Loot. Von allem etwas in dieser Gegend. So angenehm. Auf geht's, weiter. Weiter, weiter, weiter. Eigentlich mag ich diese Runenfallen. Die sind so chillig, einfach durchlaufen und gut ist. Danke für die Heiltränke, die kann ich gebrauchen. Ey, ich habe kein Gift mehr gesehen. Lästig. Da drüben. Feuer. Feuer, um einen Hebel dort unten zu holen. Okay. Den braucht ihr nicht mehr, den Hebel. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich ihn brauche, aber den braucht ihr nicht mehr. Die gönne ich mir schon eher. 4 von 5. You don't want a lot of racket going on while you're taking an afternoon nap. Oh, you're a real thinker, Kefloy. Und jetzt explodierst du. Den hat's richtig weggepurstet. So, und jetzt noch den kleinen da. Sehr schön. So. Das macht auf jeden Fall schon mal Schlacke weg. Ah, das macht auch an der Stelle Schlacke weg. Alles wunderbar. So, hier ist eine Tür, an die. Ah, aber da ist etwas, was ich haben möchte. Ach nee, da ist der Hebel. Da will ich doch nicht hin. Warum wollen sie schon wieder 10 Städte plündern? Ausgerechnet, warum schon wieder? Kann mich nicht daran erinnern, dass sie es einmal geschafft haben.
Dementsprechend. Diese Goblins. Keine Ahnung von irgendwas. Bah, Person. Gut, das war das Wichtigste, dass der weg ist. Er ist der Einzige, der mich so richtig umhauen kann. Hier gibt's jemanden mit Training? Dann geh ich mal da weg. Blöde Stummsteine. Wollte mich bloß mal heilen. Schade doch nicht, oder? Lair still lies ahead. Erreiche die Halle des Gerichts. Welches Gericht? Ein scharfes Gericht? Ein indisches Gericht? Ein Currygericht? Könnte ich auch mal wieder machen. Curryreis. Oder Reis mit Curry. Ist, glaube ich, besser. So, da hinten haben wir ein Feuer. Damit komme ich zur Kälte. Sehr schön. Was ist dort hinten? Will ich da überhaupt hin? Nur eine Kiste. Naja. Mir fehlt noch so eine komische Urne. Aber ich glaube, so langsam müssten wir doch zum Ziel kommen, oder? I defend these lands. Stimmt auch wieder, ich brauche noch ein paar Kämpfe. Spawnt einfach mal so ein Geist. Ein simpler Geist. Jo! Ziel erreicht. Da geht's nicht in den Underdark. Na, schade. So, wir haben alles erreicht, bis auf das eigentliche Ziel. Hier gibt's nochmal ein lecker Schlückchen. The Shard woke me to this heinous fate. And when I've had my vengeance, it will be mine. Ist da wer? Warum ist dieses Portal jetzt rot? Ach, ist rot so ein Anzeichen, man kann nicht wieder zurück? Das ist sozusagen ein Portal, aber man kommt nicht auf demselben Weg wieder zurück. Aber das könnte Sinn ergeben. Macht's auch. Point of Rock. Ah, da haben wir den Endboss. Für dieses Kapitel. The dead rise. Erstmal die Geister. Und erstmal die verurteilten Geister wegmachen. So. Jetzt erstmal umgucken. Das ist eine eklige Arena hier. Auch da hatte Katie Breed deutliche Vorteile. Ich bin noch verflucht, deswegen greife ich mit an. Hauptsächlich. Obwohl ich nicht mal weiß, was es macht. Aber eventuell senkt es meinen Damage und das ist nicht gut. Der ist relativ entspannt, der Gegner.
sagt er. Starb! Er ist ins Eis gerannt. Wie machen wir das am klügsten? Na, probieren wir es mal Unsichtbarkeit. Klappt nicht so sehr. Who stands against me? Okay, dann. Ah. Oh ja, wenn war es ja noch nicht ready. Ups, das war zu viel gedrückt. Komm, Guinevere! Ha, hör auf da rumzutänzeln, da ist dein Ziel. Okay, Guinevere hast gut gemacht. Hast du gut gemacht, Guinevere. Well done. Den Rest erledige ich. Komm her. Komm her. In your balls. In your balls. Komm ruhig her. Ich warte nur auf dich. Wisst ihr, warum Katie Bree ziemlich OP ist? Sie kann das Pausenloch, sie kann nur schießen. Ihre Spezialfähigkeit oder ihre Hauptfähigkeit ist Schießen. Naja, dafür mache ich mehr Damage, glaube ich. So zum Beispiel. Die! Frostriese. Hauer der Verurteilten. Ja, Katie Bree kann aus sicherer Entfernung die alle abknallen, aber ich kann von hinten ordentliche Crits raushauen. Im Idealfall. Zumindest. Oh ja. So, es fehlt nur noch Eiswind herself. Und danach weiß ich nicht, was danach ist, tatsächlich. Ich bin sehr gespannt. Gibt es noch einen finalen Dungeon, so in etwa, wo es um den Splitter geht, oder? My years training at the Melee Magfair continue to pay dividends. Was passiert dann, wenn Eiswind auch besiegt ist? Ist das Eiswindtal dann gerettet? Geht die Lore dann weiter? Können die Gefährten dann endlich auf die Suche der Mithril-Hallen gehen? Und das Eiswindtal verlassen? Richtung Baldur's Tor reisen? Ja, ich glaube, die sind in waren sie in Baldur's Tor? Luskan könnte ich glauben. Ich weiß es gar nicht genau. Die sind auf jeden Fall nach Süden gereist. Baldur's Tor könnten sie gestriffen haben teilweise. Nee, die waren auch, glaube ich, in Baldur's Tor. Ich glaube, da haben sie auch mit Schiffkämpfen und sowas was gehabt. Also auch auf See haben die Gefährten gekämpft und so. Ziemlich coole Story. Wie immer. Moment, wir haben keinen Attributspunkt gefunden. Das ist untypisch, oder? Na gut. Drachenband, Brustpanzer. Ah, ich würde gerne so ein Equipment haben, aber als nächstes werden wir die letzte große Trophäe uns holen. Beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.